Ich lass mir von dir gar nichts sagen. Oh oh. Hallo, YouTube? Den Anfang habe ich leider nicht gesehen, aber dazu müsste ich auch meinen Desktop aufräumen. Also das ist ein Spiel, was mir Tera empfohlen hat. Verlinkung zu seinem Twitch-Kanal in der Beschreibung, weil ich es nicht vergesse. Jetzt sieht man, also ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel irgendwie auf meine Daten so ein bisschen zugreift. Man sieht, ich habe bei meinem Namen ein M vergessen. Ich weiß nicht, wieso. Also vielleicht hat er auch nur die Hälfte genommen. Muss ich jetzt wirklich mein Passwort eingeben? Habe ich? Wo? Da ist meine Maus. Boah, Tatsache. Ich bin ein bisschen besorgt. Ui, ist das laut. Uiuiui. Willkommen zurück. This game contains content that might not be suitable for everyone below. It's a manual, the outlines more about the game. Dieses Spiel ist vielleicht nicht für jeden geeignet und hier ist eine Anleitung über das Spiel. Spiel? Nee, ja, keine Lust. Note, if you're broadcasting this game, it is strongly recommended to read the manual. Ah, wenn ich das Spiel halt hier aufnehme und so, ist es sehr empfohlen, die Anleitung zu lesen. Ah, ich habe Tira gesagt, ich mag keine Spiele mit viel Text. Ah. Okay, in the settings there is a streamer mode. Ah, es gibt einen streamer mode. Wieso? Was würde denn sonst hier gezeigt werden? Not suitable for those with what? Also hier Epilepsie-Warnung, ne? Or local file. Okay, es öffnet sich ein Browser. Warnung, video recording of KinetioPad. You will have issues capturing. Ja, ich hatte Probleme, den Anfang aufzunehmen. Please instead use display. Nö, das machen wir nicht. Gut, wir machen das jetzt so. In den Einstellungen gibt es einen Streamer-Mode. Au, Mensch, ich habe das doch schon leiser gemacht. Das tut das denn so weh? Dieses Spiel wird automatisch speichern. You can view the last time the game was saved. And im Pause-Menü können wir sehen, wann das Spiel das letzte Mal gespeichert wurde. Use Shift and Space to skip the Boot-Sequenz. Okay. To pause. Geht das so lange? Wird das ein Mehrteiler? Okay, wir gucken mal. The pause again. Blablabla, ich hasse Tutorials, ich hasse Anleitung, ich mache mal alles ohne Anleitung und hoffe, dass es gut geht. To get started, double click an application to open a browser. Okay. So, wir wollten... Yeah. Okay, Ambient Sound, Background. Welcome back to your computer. Double click an application. Ja, willkommen zurück. Ich weiß doch, wie man einen Computer benutzt. Hello, custom desktop background. Ja, das ist tatsächlich mein hässlicher Standard-Hintergrund. Das stimmt schon. Und ja, ich benutze natürlich Paint. allow custom game background effect will allow the effect. Okay. Streamer mode. Stop some of the scares that use sensitive info. Okay. Wer weiß, was er von mir preisgeben würde. Will not stop camera scare windows camera. Okay. Was passiert dann, wenn ich diesen VHS-Effekt wegmache? Reset Data. Es ist immer noch ein VHS-Effekt.
Okay. Double Click. Ja, wir. Das habe ich früher tatsächlich gespielt. Okay. Ich habe immer gehofft, ich habe immer neu gestartet in der Hoffnung, dass eine so große Fläche sich öffnet. Ui, okay, ich kann es noch. Aha. Scheiße. Was? War da ein Geräusch? Okay. Ich höre irgendwas. Okay, es ist nicht in echt, es ist im Spiel. Paint. Yeah. Ich weiß gar nicht mehr, wie Paint funktioniert. Mensch, 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 da haben wir früher alles mit gemalt, erstellt. Okay. Linien, das ist okay. Wie kann man denn? Ach so, okay. Ein bisschen klein, kann ich das Fenster auch. Man konnte es doch. Ja, meine Zeichenkünste mit der Maus. Na, wer kennt es? Bisschen hier das. Ach, das Graffiti. Bevor jetzt denn hier mal eins zurückgeht, das. Mal. Ich kann Tastatur sagen. Ich kann die Tastatur drücken. Aber ich kann nicht Steuerung Z drücken. Okay. Meine Bilder. Will ich das tun? Okay. Ich möchte aber. Ich möchte wissen, was er dann öffnet. Falls ihr es jetzt nicht seht, werde ich es rausgeschnitten haben. Ah, okay. Okay. Ich verstehe. Er öffnet mein. Also deswegen soll man eigentlich auch eine Bildschirmaufnahme starten. Aber dann seht ihr. Also in diesem Ordner befindet sich tatsächlich eigentlich nichts. Was steht denn hier? VR-Chat. Ein leerer Ordner, okay. Was ist das für ein Ordner? Ich kenn diesen Ordner nicht und Bildschirmfotos. Ach so, ja, für meine Thumbnails. Also nichts Spektakuläres. Also können wir den Zoomer-Modus wieder anmachen. Okay. Bei My Music wäre auch übrigens nichts drin. E-Mail, aber da öffnest du nicht meine E-Mails, weil ich habe keine E-Mail-App hier drauf. Inbox? Ja, das ist jetzt nicht meine E-Mail. Ich habe keine E-Mails, okay. 10:23 Uhr, oh, das stimmt. Pause Game? Nein. Okay, ist auch geblockt. 3D-E, Pinball, oh, ach du Heiliger. War das mit dem. Okay, normalerweise war es mit links und rechts Shift. Mit Enter. Leertaste. Ah, Leertaste geht noch. Oh Gott, das konnte ich noch nicht. Ja, ich hab's gesagt. Mein Papa konnte das. Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben das irgendwie auch zusammengespielt. Also ich durfte eine Taste drücken und er hat eine Taste gedrückt.
ich war halt nicht gut. Also wir haben das zusammen gespielt, da war ich sehr klar. Ne? Weil es ist ja auch schon sehr alt. Und ich bin ja auch schon sehr alt. Ja gut, hätten wir das auch. Okay, das ist sogar die Erklärung. Okay, ja. Was habe ich doch getan hier? Double click an application to open it and explore your wonderful virtual world. Das hier wäre Pause. Das sind die, okay, das sind die normalen Settings. Ich hab da jetzt alles gedrückt. Ah, nee, im Internet war ich noch nicht. Ah. Oh Gott, ich erinnere mich an dieses AdSender-Geräusch, was mich nachts oder spät abends fast verraten hätte, dass ich heimlich im Internet bin. Ach so, Mama guckt zu. Mama, ich war heimlich im Internet. Es tut mir leid für die hohe Telefonrechnung. Das Internet. Durchsuche das Internet. Funktionieren die Sachen hier oben auch? Blauschade. The Internet.web. Shop online for Flausche, nämlich kann man nicht kaufen. The Flauschhase Wiki. Due to this abuse impact society, this interest. Das geht nicht über mich. Die Antwort zu Flauschhase wurde endlich gelöst. Was für eine Antwort? Oh. Was? Ein Error? Oh nein. Oh. Oh Gott, das hat, wie man das gehasst hat. Da war das Leben vorbei. Fataler Error. Oh. Thank you for choosing Kinito Pet. Hallo. To start your download, press the button labeled download now. Ich meine, das Spiel heißt so, also sollten wir das tun, ne? Ich hatte, in so wie das hier aussieht, ich weiß nicht, welches Windows das war, das 95 war oder was war vor 95? Ich hatte Windows 3.11, da war es noch nicht. Das nächste weiß ich nicht. Ich denke 95. Oder war es dann irgendwann XP? Da habe ich auch, hattet ihr auch so ein Klimbim hier, so ein Kram? Ich hatte so eine kleine tanzende Frau hier unten. Also nicht mich, sondern hier so rumtanzen. Da war wahrscheinlich alles, alles virenverseucht. Aber damals hatte man ja noch nichts. Complete, wie gesagt, ja, installieren. Nur E-Mail. Als ob ich das hier lesen würde. Run Kinito Pet Exe. Finding Kinito Pet Exe. Building. Oh. Es ist Zeit, deinen neuen besten Freund zu treffen. Tippe auf das Ei, um ihn aufzuwecken. Hey, wer ist da? Ja? Oh, hello there. Hallo. Tada! Thank you for waking me up. Danke, dass du mich wach gemacht hast. I'm Kinito Pet. Ich bin However, Kinito you Pet. Can just call me Kinito. Aber du kannst And mich Kinito nennen. We are going to become the best of friends. Zusammen werden wir die besten Freunde. So since you now know my name, what is your name? Jetzt, wo du meinen Namen kennst, wie ist dein Name? To tell me information, simply type your input in the box and press OK. That's strange. I have never heard of that name before. Are you sure that this is your real name? Naja, es ist jetzt nicht mein wahrer Name, aber hier, ne? Ja. Oh, in that case, nice to meet you. Oder ist das, weil er meinen Anzeigenamen weiß?
I just cannot wait to get to know you. Er kann es kaum erwarten, mich kennenzulernen. Oh, jetzt will er mir Fragen stellen, damit er mich besser kennenlernen kann. Ist das so ein bisschen ein Schulotti? What is your favorite color? Violett. Schreibe es mit 2 T? Ja, oder? Oh, that's an interesting color. Muss er auf Englisch schreiben? Now this one is tricky, so get ready. Okay. If you could have any superpower, what would it be? Oh, superpower. Ja, also. Meine Superpower. Ich würde gern Gedanken lesen können. Ich würde aber auch gerne die Zeit anhalten können. Ich denke, ich nehme Zeit anhalten. Wow! That sure does sound super. Das klingt super. If I could have any superpower, I would want to be able to read minds. Ja, ich auch, aber that das way, auch. I could know more about you and become the perfect friend. Aber Gedanken lesen? For this one, okay, ich lasse ihn erstmal. So choice, so choose carefully. What is your favorite word? Oh, das weiß ich. Was ich sagen wollte, Gedanken lesen kann man jetzt ohne Superpower ja theoretisch, wenn man Mimik, Körpersprache und Psychologie und all so ein Kram, sorry, wenn man das beherrscht, dann kann man schon so ein bisschen, hier wie diese Mentalisten, die können einen ja auch lesen und bla, ne, das geht ja dann schon, also würde ich lieber die Zeit anhalten nehmen. So, mein Lieblingswort. Das ist mein Lieblingswort. Graffiti. Fragt nicht. Ich benutze es sehr oft. Wirklich. Well, that sure is a certainly interesting word. Das ist ein interessantes Wort. From that, I think I should tell you a little about myself. Jetzt erzählt er was über sich. Ich habe eine Katze vor der Tür. I will be your very own super duper computer companion. Er ist mein super duper Computerfreund. And I'll be your everlasting friend. I can do many things such as play games, manage your system, adapt to you, and even read stories. Speaking of stories, er kann Geschichten erzählen. I have just finished writing one that I had started earlier. Oh, er hat eine Geschichte geschrieben. Would you like me to read it? Ja, okay. Eigentlich you would say that. Okay, where do I start? New beginnings. Neue Anfänge. Ein Buch von Kinito. Kinito was home when a package came to the door. Kinito war zu Hause. Als ein Paket kam. It was for Kinito, as he soon realized. So he eagerly ripped it open to see what was inside. Und hat's aufgemacht. It's a computer, exclaimed Kinito with a grin bright and wide. But the cables were tangled, so he started to untie. Es war ein Computer drin. And once Kinito was done, he powered it on. And watched it come to life with digital color and sound. Und er hat's angeschlossen und angemacht. Kinito then studied all he could learn to make the online world a turn. However now, Kinito had all these new tricks and yet no friend to share his new tricks. Oh, er hat keine Freunde, das, was gelernt hat, zu teilen. So he went on a quest and found a friend just like you. To show you his skills and all he could do. So why wait? The adventures lie ahead. So together we can play games, search the web, and leave no story unread. Er hat halt jemand wie mich kennengelernt. So. Und jetzt kann er alles mit mir teilen. Das war eine ganz super dupi Story. For taking the time to hear my story. Ja, kein Ding. The story was actually about me and you. Die Geschichte war über dich und mich. Ja, das ist total amazing. That we are going to have a very, very long friendship. Very long friendship? When me and you are together, there are no limits to what we can do. Es gibt keine Grenzen, was wir tun können.
How about we move on to something more exciting? Sollen wir etwas mehr... I have made something very special was? For you, but I just need to load it up. This'll be really fun. Willkommen to the Internet. Incognito Cruise Web World. Na. Ey, dieser Mauszeiger, ne? Sowas habe ich auch. Ich hatte einen eigenen Mauszeiger, nicht so einen hässlichen hier, aber sehr viel Spielerei. Ich glaube, der hat immer die Maus so hinter sich hergezogen. Nee, das konnte man so machen, ne? Nee, ich hatte auch einen eigenen, aber ich. Das ist schon. Oh Gott, will ich gar nicht überlegen, wie lange das her ist. Die Kinito Crew Webwelt. Willkommen zu der Webwelt. Meet the Crew. Das ist eine Crew. Ist das eine Qualle? Und du bist? Was bist du? Kinito, so Axolotl. Ich sag doch Axolotl. Eine Seeanemone. Sam, die Seeanemone. Jade, the Jellyfish. Okay, Start. Loading. Oh, früher, man konnte auf Laden drücken und erstmal Kaffee kochen, Essen machen. Hier können wir Spiele spielen. And most importantly, meet all of my cows. However, in recent times, the web world has fallen into a bit of a bad state. Yet with your help, I'm sure we can restore our wonderful world. Also diese Welt ist so ein bisschen auseinandergefallen und mit meiner Hilfe hoffte, dass wir es wieder reparieren können. Okay. Not to start my pet Sam has had a rough time trying to fix up his house. I go to help. Yeah, yeah. To visit Sam, click on the abandoned house. Wo ist denn das abandoned house? Ist das nicht das? Ist das? Ist das? Ich soll auf das verlassene Haus klicken, um Sam zu helfen. Achso. Hä? Hä? Alright. Let's get this game on the way. Ja, dann lass uns das Spiel mal spielen, um ihnen zu helfen. Ready, repair. Ach, das steht ja fast auf Sam meinem Kopf. The sea anemone needs your help to repair his house. Clean, dust, paint and decorate Sam's house säubern, until it's Staub. As good as new. Anmalen. Wowzers. Dekorieren. Like fun. Ja, das klingt total nach Spaß. Just press the start button and we can get right to things. Ja, machen wir. Wir restaurieren Sams Haus. Das ist mein Freund Sam. Sag hallo zu Sam. Ja, hi. Hi there. Hi. What seems to be the issue today? Was ist das Problem heute? Well, my house has not been kept in the best shape. Well, that's a shame. Ja, das ist ja schade, dass dein Haus kacke aussieht. Can you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Ja, wir machen ein Haus sauber, kein Ding. Well, you heard him. While you get on with that, I will be here writing my next book. Hallo. Ich hab da ja alles sauber gemacht. Egal, nochmal drüber. Ah, okay. Warum wow. Ist ein Pixel um? Amazing! It looks amazing. As good as new. Whenever you're ready, you can just press next. Ja, ich bin ready. Next. For the next task, I would like you to paint my wall. Jetzt will er die Wände streichen. Can you do that for me? Ja, ist jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe, aber ja. Du hast mich nach meiner Lieblingsfarbe gefragt, also das ist dir klar, ne? Lalalalalalala. Aber kann ich auch wild kreativ sein? Ja.
Gefällt dir das? Super! You have done a great job. Next, can you decorate the place a little? Ja, kann ich machen. Ist das, ach so, das ist dein... Okay. Oh. Oh, nicht so weit. Moment. Oh. Oh. Grün, muss das sein? Oh. Muss ich alles nehmen? Oh. Oh. Was passiert hier? Was ist hier los? Aha. Hallo, ich habe da so schön aufgeräumt. Warum hast du denn jetzt alles dreckig hier? Hallo? Hallo? Thank you for helping out Sam. If you like, you can print out your work. Or just press next to continue. Da geht tatsächlich was auf, damit ich es drucken kann, aber das ist nur schwarz-weiß und es sieht... Man sieht gar nichts. Man sieht nur mal einen gelben Streifen in der Mitte, also einen hellen Streifen. Okay. Next. Wasn't that so much fun? Ja, das war ganz viel Spaß. Hat ganz viel Spaß gemacht. Thanks for helping out, Sam. Just look how clean that house is now. Ja. War das in der Box Sam selber, oder? Next, I think I should introduce you to my other friend, Jade the Jellyfish. To meet Jade, go to the Purple House. Ich war doch gerade im Purple House. Diese Musik klingt irgendwie so komisch im Ohr, ne? So weit weg. Factory Frenzy. Und dem Jellyfish muss ich helfen, ihr Spielzeug zu reparieren. Was hat die für Spielzeug? Ja, komm, warte mal ein bisschen schneller. Das wird super fun, ja. Oh, der Liebe, ja. Ja, hallo. Hello, my name is Jade the Jellyfish. It's nice to meet you. Ja, auch schön, dich kennenzulernen. What do you have for us today? I need your help to build some toys in my toy factory. Wir müssen Spielzeug bauen. You need to grab parts of the conveyor belt and match it to the outline. To start, could you help me by making a car? That sounds like fun. As you do that, I am going to be getting some much needed rest. Okay. That's not quite right. Ja. Try again. Ja. Halt die Klappe, lass mich. Nein? That's not quite right. Try again. Was ist das? Ich kann das nicht. Ich bin ja schon doof, ja. Wow! That's amazing! Next, could you make me a bicycle? Lass ich ihn. Nee, da gehe ich gar nicht drauf ein. Nee, wir bauen ein Fahrrad hier. Was ist das? Das Bein, ne? Super! For this next one, could you build a teddy bear? Ja. Achso. Okay, das ist so mal. Ich brauche noch den rechten Fuß. Alright! You've done a great job. Ja, danke. This one is a little more tricky. Könnt in der Teddybärfabrik arbeiten. Can you build me a robot? Ein Roboter. Machen wir eine E-Mail. Es ist nicht zu spät. Was? Warte, da. Füßchen.
Küche, wir haben noch unsere E-Mails. Congratulations! You have completed all of my tasks. Thanks for helping me out. We are in the middle of a really fun game here. There ich möchte meine E-Mail Alter. Anyways, you're nearly finished now. So just continue your last task. Ich lass mir von dir thank you for helping out, Jim. Gar nichts sagen. You did a really good job. To continue, just press next. Den werde ich jetzt nicht abscannen. Ihr könnt das gerne tun. Das ist die von vorhin. Aber hier muss doch noch irgendwas drin sein. Wenn ich nicht weiter mit dir spielen will, vielleicht möchte ich noch was anderes tun. Ja gut, okay. Awesome. You have really helped my friends out here. I'll tell you what. As a treat for helping me and my friends out, I'll give you a fun game. Weil ich ihm geholfen, dem Freund geholfen habe, gibt er mir ein lustiges Spiel. Get started with my fun game. Okay, geh zum Baumhaus und wir starten ein Fun Game. Wir machen das noch und dann beenden wir die Folge, glaube ich, erstmal. Hä? Den habe ich doch. Hey. Verstecken. Kenito wants to play a fun game with you. You must hide. Ich muss mich verstecken. Wo denn? Etwas sucht dich. Lass dich nicht fangen. What? Kann ich da? Ich kann laufen. Ich kann nicht springen. Oh Gott, dich. Jetzt bin ich einmal hier beim Laufen, jetzt kann ich nicht leiser machen. Was war das? Das wird laut bestimmt. Also Achtung, Achtung, es wird bestimmt laut. Lass dich nicht fangen. Ja, was soll ich mich denn verstecken? Kann ich mich ducken? Nein. Alter. Kann ich die Taschenlampe mal ausmachen? Es wird mich doch sowieso fangen. Wie soll das Spiel denn sonst enden? Ah, ist das ekelhaft. Ah. Kann ich rennen? Nee, ich kann nicht rennen. Ich kann nicht die Treppe hoch. Ich sehe doch den Ausgang. Hier, so. Ich bin versteckt. Ich traue mich nicht. Ich jetzt gucke. Ich habe mich rumgedreht. Yeah. Bah. Setzt euch mal ein Headset auf. Ich weiß nicht, ob man das sonst so hört, wie das von links nach rechts geht. Nee. Nee. Zur Hölle. Das Spiel hat sich geschlossen. Nein, hat sich nicht. Es hat mein Gott. Es hat ein Explorer-Fenster aufgemacht mit einem Video.
Founded by the Canito brothers in the early 70s, the Canito Leisure and Entertainment Company has been grounded in its manufacturing of lovable characters. From its start in plush collectibles to its technological advancements in the Canito Companion, the Canito Company prides itself on innovation. And now, that's why today, we are excited to announce the next move into the modern era with Canito Pet, the virtual desktop assistant. So join the Canito family today and unlock the power of Canito Pet. Visit our website or call now to bring the future right into your home. Die Zukunft in der Zauberin. Company, innovating for a better tomorrow. Für ein besseres Morgen. Ja. Hier ist ein kleines Fenster auf und das sagt, ich warte auf dich. Und jetzt sage ich mal, okay. Komm zurück zu mir, sagt es. Zurück, open the game. Jetzt muss ich das Spiel nochmal öffnen. Okay. Aber wir sagen an dieser Stelle einmal Tschüss. Und wenn der Inhalt für eine zweite Folge reicht, kommt eine weitere Folge. Wenn nicht, dann kommt nach diesem Tschüss jetzt noch der Rest. Also Tschüss vielleicht.